Hallo und herzlich willkommen zurück zu F1 2017 der Megacorp-Saison zu einem weiteren Test, zum Ungarn-Test, das Rennen. Ja, wir hatten schon ein sehr, sehr spannendes Qualifying, zumindest mal, wenn man die vollgeklebten Force India damit mal mit reinbezieht. Aber auch mich hat es spannend gemacht, also auf jeden Fall sehenswertes Qualifying. Ja, wir starten jetzt gleich das Rennen. Kleine Anmerkung noch, bei McLaren gab es anscheinend Probleme an der Verbindung, nämlich Viper ist leider nicht dabei. Sehr, sehr schade, denn das wäre natürlich auch nochmal ein, ja, Top-Kandidat gewesen, aber ja, ist nur ein Test, deswegen nicht weiter schlimm, will leider keine Punkte oder sonst was. Ja, ansonsten grüße ich noch natürlich die Kommentatoren, aber Leon, dann die Fahrer, Batzmann, Dave, Michel, Benny, Kai, The Fast, Gugi und Servus. Mich selbst. Hallo. Wow. Ja, hi. Hallöchen. Bleibt auch der Startplatz. Grüße, hallo. Viper, ne? Metall. Der Startplatz müsste leer bleiben, tatsächlich, wenn er jetzt nicht da ist. Da vorne sind Leutchen. Oder die, ja, KI deswegen führt für ihn. Das könnte das natürlich Gugi, du sendest dauerhaft. Die KI wahrscheinlich. Die Viper-KI. Der Viper-Drivatar aus Forza kommt da. Crasht denkt alle mit der Viper-Tar. Eine Einführungsrunde, ne? Genau, wir testen mal die Einführungsrunde wieder. Und deswegen würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit, legen wir los. Und viel Spaß. Toi, toi, toi euch alle. Startplatz ist leer. Viel Erfolg, damit ich es richtig ausspreche. Kann man ja nichts beim Start zu befürchten. Wow, bei mir laggt's auch bei Full HD. Wow, warum ruckelt das denn so gerade? Ich spiele ein Full HD Spiel. Okay, egal. Bei mir sind nur wir zwei gelistet. Das Fast muss hinter mir sein. Ach, weil Viper nicht da ist, okay. Anton, ruckelt's bei dir auch ein bisschen oder so? Meinst du die KI oder also die anderen Fahrer oder das Spiel an sich? Nee, schon die Bildrate. Die ruckelt immer mal wieder manchmal, aber jetzt gerade nicht exzessiv, glaube ich. Na, ich habe gerade ein paar Problemchen, glaube ich. Ah, jetzt hat's hier gerade ein bisschen geruckelt, aber das geht meistens wieder weg, wenn das Feld sich auseinanderzieht. Warte mal kurz, ich frage mal in die Runde, ob die auch in der Einführungsrunde Probleme haben. Leckt das bei euch auch so krass gerade am Anfang? Ja. Ja. Dann scheint es ein. Bei mir läuft's flüssig. Und dabei habe ich auf Full HD runtergestellt. Aber guck mal hier, das ist das Problem. Ich kam deiner Frage zuvor. Auf 27 runterstellen. Ich kann nicht weiter runterstellen. Auch perfekte Synergie, also Michel und ich einfach perfekt gerade gewesen. Ich bin kein Mars mehr. Bin schon Liter. Kai, wie ist es mit der KI da hinten? Ist das okay mit der Einführungsrunde oder macht sie Kacke? Nee, Magnussen, atypisch, fährt ganz normal. Okay. Boah, ich würde halt gern auf den letzten Metern so ein bisschen wie Vettel Hamilton einfach richtig Gas geben nochmal. I have a weird feeling with the clutch. Wollte ich schon immer mal machen. Wer war das? GB2 Engine, no power. Was? So, und ich nehme heute die Rolle des Perez wieder ein. Kann immer ein bisschen schneller fahren. Reicht ist schon eine spannende Sprache, muss ich sagen. Toi, 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 Leute. Viel Spaß an alle. Auf ein gutes Viel Spaß. Glück an euch. Viel Glück. Er ist bezeichnend. Es kann wieder ein Fahrzeug nicht starten. So ein bisschen wie in Malaysia. Beide zu weit raus. Sorry, Benny, ne? Ja, kein Problem. This guy in front of me is extending the track like a madman.
Das stimmt. Aber hier bringt's ja, glaube ich, nichts, oder? Nee, leider gar nicht. Leider nein, leider gar nicht. Oh, Gugi bleibt dran, ey. 2 Zehntel Rückstand. Ja, aber trotzdem, Gugi bist trotzdem dran. Junge! Boah. Ich bin sehr vorsichtig gefahren. Ich Balance gerade nicht. Sorry, Dave. Alles okay. Geil, wenn ich keine Ahnung habe, wenn ich eigentlich schon weiß, was ich sagen will, aber komplett versage. Warum bist du... Was passiert? Rechtskurve, die schnelle rechts versemmelt und dann war Gugi da und hat mich auch leicht nach außen gedrückt und dann war er vorbei. War im grünen Bereich, oder? Ja, ich denke schon. Alles easy. Jetzt habe ich ihn eh wieder. Hat er dich vorbeigelassen, oder? Nee, Kurve 1 versammelt. Nee. Ja gut. Ja, der Gugi fährt locker mal 11-11 oder so, glaube ich. Das ist ja schon in Brasilien mal ganz gern gefahren. Im Regen zwar, aber Brasilien trotzdem. Man merkt, dass er den Kurven ist, er richtig gut unterwegs. Du hast beim Anbremsen aber auch echt Probleme, oder? Ja. Bremsbalance vielleicht mal einen Klick nach vorn. Kann ich nicht noch mehr machen. Ja, vielleicht mal beim Boxenstopp mit dem Frontwing anpassen. Ja, mal gucken. Ich glaube, es liegt hauptsächlich am Gewicht. Weil ich habe Untersteuer, nur das geht mit einem leichteren Auto wieder weg, deshalb muss ich jetzt einfach Sprit verbraten. Ich dachte, du magst untersteuern. Oh, da ist eine KI, ja, am Straßenrand. Aber nicht so viel. Ich habe zu viel untersteuern in der Kurvenmitte. Ich mag es gern beim Kurveneingang. Ich mag es gern, wenn du es in der Kurvenmitte hast. Mua. Also 88 ist immer noch dein Flügelwert, ne? Ja, wie ist bei dir eigentlich? Auch 88. Okay. Mein Flappy Bird Highscore. Michel, du ziehst bei mir hinterher, liegt es an mir? Alter Gugi, macht wieder Druck, ey. Achtung, Achtung. Michel zuckt immer ein bisschen zurück. Sieht ein bisschen wie dir sind. Hamilton aus, steht halt, hier. Probleme. Oh no, no, ja, ich hab extreme no. Lags zwischendurch, immer mein Auto ist immer unsichtbar. Thank you.
Ich glaube, man muss auch dazu sagen, dass es ein bisschen Glück ist, dass wir beiden hier immer noch an der Spitze sind. Weil ich kann mir vorstellen, dass Viper zum Beispiel durchaus die Pace hätte, uns nochmal hier die Hölle heiß zu machen. Mhm. Ja, zumindest mit den Supersofts. Weniger Updates. Ist angekommen, bestätige. Ist das bei dir so mega wackelig oder sieht's nur ja. so aus? Krass. Schaltest du auch passend in den dritten Gang? Ja, das liegt nicht daran, es ist schon davor. Heieiei. Aber ich kann's kontrollieren, also es ist so in Ordnung. Ich finde es interessant, du fährst die letzte Kurve immer sehr weit außen. Mhm. Auch im Qualifying, oder? Der schnellen Runde dann nicht, nein. Versuchst einfach nur viel Geschwindigkeit auf die Gerade mitzunehmen. Ja. Eieieiei, fast hätte ich mich weggedreht. Da bist du jetzt sehr viel besser durchgekommen. Dafür da nicht. Die KI ist immer noch nicht so pralle. Copy. In der letzten Kurve haben die einen Stau gebildet, irgendwie jetzt mitten im Rennen. Direkt offenbar auf die Minimap geguckt, aber nee, da ist nix.
werde einstoppen. Na gut, dann ich auch. Na, wobei. Bisschen Würze reinbringen. Was zur Hölle? War das eine KI? Ja, ne? Ja. Keine Ahnung. War das der Dalai Palma? Ja. Oh, irgendein hat es zerlegt. Gugi! Oh. Nein. Könnte auch nur ein Dreher gewesen sein, aber Ray ist wieder mit am Start, ne? Ja, ja, ganz zerlegt hat sie nicht, weil er ist ja noch. Ist, das hätten wir gesehen. Ja, ja, klar, aber ich meine ja nur, es hat ihn jetzt weit zurückgeworfen. Palma, dieser miese Vollpfosten. Sehr lange nach einer werbefreundlichen Beleidigung gesucht. Okay, Ray an der Box. So, es ist ein Proberennen. Ich fahre jetzt einfach mal 2-Stop. Ich habe Bock zu sehen, ob wir am Ende zusammenkommen. Ich denke schon. Es wird lustig. Schätze, du kommst an diese Runde? Jo, auch um Ray ein bisschen zu covern. Ja. War der nicht eh ein paar Sekunden weg? Ja, 3, 4 oder so, aber... Könnte jetzt gemein sein und dich in den Reihen bremsen, aber ich mach's nicht. Ja, kann, mach ruhig. Nee. Am Ende schadet mir das nur selber. Ja, ich bin so oder so hinter dir, also... Also, mal sehen, welche Strategie gewinnt. Let's go! Ich finde ja das mit dem Kuppeln total komisch in der Box. Das ist super seltsam. Das ist eigentlich gar nichts. Knopf drücken, Gas geben. Ja. Was fährst denn du eigentlich als zweitens denn? Supersofts oder? Was? Ob du Supersofts für einen zweiten Stint nimmst? Ein? Ja, ich frag ja nur. Ich komme in der Karriere manchmal auf so Ideen.
Dann müsste ich 2 Stopp fahren. Ach stimmt, das Spiel hat es ja auch schon nicht mal ermöglicht, dass man das anwählt, ne? Ja. Oh Gott, wenn man schaltet, dann achte mal nicht auf die plus 0, bla Rundenanzeige, ey. Das ist schrecklich. Wie du aufholst mit den Supers. Ja, ich habe aber auch 20 Sekunden Rückstand. Irgendwann im Laufe meines Stints wirst du schneller sein, weil du dann frische Softs hast. Mediums, ja, ja. Ja, egal. Und ich habe alte Supersofts. Kommen wir diese Runde. Jetzt schon? Ja. Ach so, ja, stimmt. Ich hatte die letzte Runde quasi noch im Kopf und da war ich in Runde 15. 20 Runden schienen mir ein bisschen länger. Yo. Was passiert? Er war gerade vor mir und hat sich ein bisschen weggedreht und ist fast vor meine Nase gefahren. Ist aber alles gut gegangen. Aber ich bin ein bisschen vorsichtig jetzt gefahren. Viel zu früh den Knopf gedrückt. Ja, war bei mir ähnlich. Ja, man hat auch Angst, dass man da drüber ist. Ja. Man hat auch kein Geschwindigkeitsgefühl für 80 km/h in einem Formel-1-Spiel. Seien wir mal ehrlich. Ja. Oh, du bist aber noch ziemlich nah dran, ne? Also dafür, dass ich da noch einen Stop rausfahren muss... So, wichtig war jetzt erstmal vor Ray zu bleiben, meines Erachtens. Achso, ich dachte, du solltest hinter Ray sein. Aber nee, das war meine Perspektive. Lässt die KI einen hier gut vorbei? Keine Ahnung. Ich habe erst einmal Palmer überrundet. Der nächste vor dir dürfte Michel sein. Na, erst Palmer, glaube ich.
Oh, Michel wieder mit Problemen. Schon wieder fast auf meine Linie gefahren, aber er hat mich gesehen. Und hat es absichtlich getan. Nee, Quatsch. Ich habe gerade die schnelle Links ein bisschen gecuttet, beziehungsweise mega gecuttet. Ja. Ich habe mich fast gedreht. Schade. Nur fast. Du bist aber im zweiten Sektor ähnlich schnell, ne? Trotz Fehler warst du da dran. Kann nicht sein, den bin ich doch scheiße gefahren. Ja, aber du bist dran geblieben. Weil du Überrundungen hast vielleicht? Jetzt habe ich Überrundungen, gerade eben nicht. Ich bin auch auf Fett gefahren. Oh, die lassen einen tatsächlich ganz gut durch, finde ich. Kann mich nicht beschweren. Du fährst so 1,21,3. Du? Ja, knapp drunter. Wie gesagt, in dieser Phase des Rennens werde ich nicht schneller sein. So, ich bin jetzt hinter den Überrundeten. Ja. Was zur Hölle? What the fuck? Hattet ihr den Lag auch gerade? Nein. Magnussen macht Platz wie ein Idiot. Bei mir ist er auf der Geraden zur Seite gegangen. Da hast du leider ein bisschen Pech erwischt. Mich hat Baumer schon zweimal von der Strecke geräumt. Bei mir hat Magnussen das gemacht, was er auch gemacht hat in Kanada in der Schikane. Ich hatte Hülkenberg von der Strecke gefahren. Verstappen, bitte geh weg. Halt dich in, der lässt sich davor. War bei mir zumindest so. Aber bist, glaube ich, ohne Zeitverlust am Verstappen vorbei, oder? Hatte schon Zeitverlust. Ja, halt minimal. Der Abstand vor den Überrundeten war 7 Sekunden zwischen uns beiden.
Ich habe jetzt auch ein bisschen Fett aufgedreht, ne? Moin. Also Verstappen hat mich jetzt nicht so viel gekostet, aber Magnussen richtig. Er hat wirklich in der Schikane nach innen gegangen und dann nicht richtig Platz gemacht. Gehst du eigentlich zweimal auf Supers oder gehst du dann nochmal auf Softs? Hey, was soll das? Mir wird die ganze Zeit angezeigt, dass meine Super Softs frisch sind. Jetzt sind sie es nicht mehr. Eigentlich wollte ich auf Supers gehen. Ja, hier tun sich echt einige schwer mit der Strecke. Wie meinen? Ja, wieder gelbe Flagge hier. Guck, ich geh in die Box. Wow, Michel hat sich in der einen Schikane gedreht. Oh Gott. Ah ja, jetzt ist er vor mir. Oh je, ey. Danke fürs Platz machen, Michel. Ich würde zwar gerne auf Supersofts gehen, aber mit diesen KI-Kollegen kannst du dich gerne rumschlagen. Verdammt. Also du gehst auf Softs. Okay. Ja, ja. Vor allem die sind halt auch frisch. Na gut, so kriege ich dich wahrscheinlich nicht. Mit frischen Supersofts. Wo das ja auch die andere vorgeschlagene Strategie war. Ja, ja, mal abwarten. Super. Oh, Ray könnte mich bekommen. Ja. Wird eng. Hat mich. Der ist vorne. Aber der muss gleich an die Box, glaube ich. Jetzt habe ich nochmal drei Überrundete vor mir. Ah, Mist. Ja, gut, also einer, für dich. Einer davon ist Michel. Danke, Michel. Ah, so deutlich musst du auch nicht sich heute Platz bei mir. Machen. Hm? So deutlich musste ich Michel eigentlich auch nicht bedanken. Platz machen. Eieiei. Wobei, so groß ist der Abstand jetzt auch nicht, ne? Ja. Was? Du bist schon an Ray vorbei? Ja, ich habe ihn einfach überholt. Boxenstopp. Ups, jetzt habe ich die Dingens gecuttet. Oh, jetzt habe ich sie auch gecuttet. Eieieiei. Oh Gott. Das sah wirklich amateurhaft gerade aus. Zur Hölle, es geht denn hier ab mit der KI, yo? Bist du jetzt Jesse Pinkman, yo? Ja. Ich muss sagen, ich werde gerade so müde, ey.
Ach du Scheiße. Das hat Benny gut gemacht. Werde ich mich gleich noch bedanken. Ricardo, geh weg! Der Mann aus Perth. Fahrer vor mir. Danke, Benny. Sehr gern. Danke dir auch. Mega Gruppe da. Ich wünsche dir wirklich viel Glück, da durchzukommen. Das ist so ein Zug von 6 KIs oder so. Ray on fire. Hinten noch. Ich hoffe, dass ich in dieser Runde nicht auf die KI auflaufen werde. Ah, die war eigentlich ziemlich gut, die Runde, aber irgendwie der zweite Sektor nicht. Nicht ganz. Wenn das Glück haben, die müssten eigentlich alle an die Box nochmal. Nee, die haben Mediums drauf, Kollege. Oh. Okay. Ja, bei Michel lief's leider gar nicht. Ja. Michel, was los? Ja, in der schnellen rechts, zu weit raus, Curb. Leitplanke. Tschüss. Wie kannst das so generell? Warst du 18er in dem Moment? Alter, Mann, ey! Fährt doch nicht in der schnellen links langsamer, Mann. Bottas! Genau, für nachher. Flügelrot. Ah. Oh, wow. Ey, fucking KI, ey. Immer noch. Eben, du hast gesehen, ich schätze mal, du bist genauso wie ich und hast dich einfach mega zurückgehalten. Aber trotzdem reicht's manchmal einfach nicht. Ja, der hat halt mitten in der Linkskurve super abgebremst, ne? Okay. Das ist halt das Ding. Und das ist halt diese ganz schnelle Linkskurve, wo du dir denkst, ah ja, da macht halt niemand Platz. Ja, keine Ahnung. Also ich hatte echt auch Probleme. Ich musste ab und zu richtig in die Eisen gehen. Aber, keine Ahnung, manchmal ist es auch einfach Pech. Also ich wäre dafür, dass wir die KI-Stärke definitiv mal erhöhen, ey. Ja. Weil ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du auf Teufel komm raus versucht hast, an denen vorbeizukommen, weil wir wissen, wie die sind. Ja, nee, ich war halt, also ich meine, die haben alle gut Platz gemacht und Bottas ist halt mitten in der Kurve langsamer geworden. Okay. Das kannst du auch nicht vorhersehen, sowas. Nee. Also wenn jemand wirklich mitten in der Kurve einfach super abbremst, ich meine, wir sind auch bis zu einem gewissen Punkt einfach gleichermaßen, ist das so ähnlich gewesen wie Magnussen in der Schikane. Bei mir hat er, glaube ich, dasselbe gemacht. Nur ist das Problem halt, wenn du es in der Schikane machst, kannst du noch abbremsen. Ja. Wenn es auf der, wenn du es in der Highspeed-Kurve machst, vergiss es. Fucking KI, ey. Das darf doch echt nicht wahr sein.
Das Ding ist halt, haben wir auch mit Ray beim Talktime besprochen, auch mit dem Dookie. Aktuell sind irgendwie alle KIs bisschen random, bisschen Potato. Ja. Also wirklich den Zusatz I haben sie eigentlich echt nicht mehr verdient. Also es ist einfach nur irgendwas Künstliches. Ein Skript ist es einfach nur noch, was abläuft, theoretisch. Kannst du Ray noch kriegen? Keine Ahnung. 14 Sekunden Rückstand, wohl kaum. Ich wünsche dir trotzdem alles Gute. Jo, danke. Ich hatte mich halt echt auf einen interessanten Showdown gefreut. Glaubst du, du hättest mich einholen können noch? Danke. Weiß ich nicht. Also ernst gemeinte Frage jetzt. Keine Ahnung. Deine Strategie war ja quasi zerbombt, nachdem du gemerkt hast, du hast keine frischen Supers mehr. Ja, also mit frischen Supers wäre es auf jeden Fall knapp geworden. Da wäre es auf jeden Fall knapp jetzt. Ich meine, es ist halt eine ernst gemeinte Frage, weil es interessiert mich einfach, ob du rangekommen wärst. Ich glaube mit Softs kaum, aber... Also vielleicht wäre ich rangekommen, aber nicht vorbei, niemals. Okay. Wie gesagt, mit Supers hätte es auf jeden Fall eng werden können. Ja. Da bin ich mir sicher. Und jetzt konnten wir halt unsere Pace im Grunde nicht vergleichen, weil zwei Runden lang hatte ich Überrundungen, eine Runde lang hattest du Überrundung und dann war quasi vorbei. Meine rechte Hand tut weh. Dann pack sie wieder ans Lenkrad. Nee, das Problem ist tatsächlich, mein Stuhl ist ein paar Zentimeter zu hoch. Also dadurch ist das Lenkrad für mich ein bisschen zu weit unten und in Rechtskurven knickt meine rechte Hand dann sehr unangenehm um und deshalb verkrampft das. Tut jetzt an den Sehnen weh und zwar sehr. Oh je. Also jetzt so seit einer Runde und jetzt tut's richtig weh, gerade in Rechtskurven. Kannst du on the fly das Force Feedback anpassen? Liegt nicht am Force Feedback, es ist der Winkel. Ja, aber ich würde sagen, reduziere das Force Feedback und probiere nur mit einer Hand zu lenken. Ja, kann ich aber sowieso nicht. Mach so gut es geht. Ja, dann puste deine Hand an, während du auf Geraden bist oder so, keine Ahnung. Ja, ich ändere gerade einfach die Position, wie ich lenke. Ich sitze jetzt ganz komisch, ich habe die rechte Hand jetzt ein bisschen angewinkelt. Guck mal, wie es jetzt ist. Oder leg sie aufs Lenkrad oder so. Ja, das geht nicht, ich muss ja hochschalten, ne? Aber es ist kein Problem, ich komme durch. Ich habe halt jetzt 25 Sekunden Vorsprung zum zweiten. Ja, aber ey, gesundheitlich, pass halt auf. Okay, ich habe jetzt irgendwas gemacht, das es gerade nicht wehgetan hat. Ich habe die Hand jetzt ganz steif, jetzt scheint es zu gehen. Ich probier's gerade mal. Redest du wirklich noch über deine Hand? Oh mein Gott. Ja. Aber ich merke jetzt erst, wie das klingt, was ich gerade gesagt habe. Ich dachte eigentlich, dass du über dein Fahrwerk sprichst. Ja, ich auch. Ich hoffe, das ist nicht Googie da, den ich gleich überrunden muss. Nee, Googie ist auf 4. Okay. Also selbst wenn du ihn überrunden musst, dann ist er immerhin auf 4. Beziehungsweise, ich bin gerade sowieso langsamer als der... Hat aber 40 Sekunden Rückstand, ne, also... Dann könnte das sogar sein. Ja. Ich konnte nicht genau sehen, was für ein Auto ist. Aber ich glaube, er ist gerade eh schneller als ich, also erübrigt sich. Ja, also ich finde, wir sollten die KI hochstellen, damit man auch nicht in das Szenario kommt zu überrunden. Ah. Also hochstellen oder aus? Ja. Ich meine, wir haben natürlich auch ein paar Jungs, die ein bisschen weiter hinten dann unterwegs sind und die auch gegen die KI kämpfen müssen.
Und die müssen halt auch eine Chance gegen die KI zwar haben, aber... Ja, oder wir machen sie halt ganz aus. Ich glaube, bei so ungefähr 8 bis 10 Fahrzeugen auf dem Feld, die KI braucht man nicht wirklich. Nur das Qualifying-Format würde sich dann ändern. Man kann ja, Q1, stimmt. Q2, Q3 quasi vergessen. Ja, das stimmt. Ja, müssen wir mal überlegen. Vielleicht haben die Zuschauer auch mal einen Anreiz oder eine Anregung. Anregung ist das richtige Wort, was ja. Ich gesucht habe. Nach meinen Reifen, wie es denen geht. Vorne links schon 41. Den habe ich gut attackiert. Dann wird jetzt mal ein bisschen geschont. Jo, ich habe eine absolute Bestzeit aktuell wieder. Geiler Typ. Und ich habe den Dalai... Nee, das ist Nico. Dalai Nico? Ja, Mann... Was passiert? Nico Hülkenberg. Oder wenn man den Buchstaben umstellt, Icon. Tatsächlich. Oh. Leck, leck. Und hier ist wieder Bottas. Und jetzt verzieh dich, du drittklassiger, Zweitsaisonhälften fahrender Fahrer. Fun Story, ich bin auch mit Bottas kollidiert. Also not so fun story eigentlich. Aber es ist nichts passiert. Ich habe mich halt innen reingesetzt, weil der so dumm Platz gemacht hat. Dann hat er noch weiter in mich reingelenkt. In der U-Kurve. Du weißt welche? Ja, ja. Infield quasi. Ja, die vorletzte Kurve meine ich. Ich find's halt nur ein bisschen schade, dass man da so unfassbar aufpassen muss beim Überrunden, weil ich meine, klar, es ist schwer, eine KI zu programmieren, das verstehe ich. Ach, du musst dir wirklich mal ab einer gewissen Stelle das Talktime-Format anhören, weil das ist ja nicht nur eine Meinung, die ich vertrete. Und lustigerweise haben wir sogar gesagt, dass die Formel 1 KI zumindest in der Karriere zu einem der aktuell besseren Beispiele gehört, also das Project Cars und so nochmal drunter liegen sogar. Yo, P-Cars habe ich mal Videos gesehen, das ist ja der Horror. Also wie die teilweise in den Kurven liegen. Hast du mein Karriereende-Video gesehen? Nee. Ha, ja, das schicke ich dir gleich mal. Okay. Also auf 120% kannst du es dir so vorstellen, die fahren die Kurve weiter innen an als du, fahren in der Kurve mittig und beim Kurvenausgang auch. Und sie sind schneller als du. Wow. Ah, weißt du noch unsere Koop im Red Bull? Hier? Das war auch der Horror mit den Überrundungen. Ja. Ja gut, bei mir war es ja irgendwann ein Überholmanöver. Also ich hab's mir da komplett selbst versaut irgendwann, aber... Ja. So negativ gestimmt bin ich zwar nicht, falls ich so klingen sollte, liebe Zuschauer, aber... Es ist halt schade. Ja, schade ist es auf jeden Fall. Immerhin konnte ich mir die schnellste Rennrunde sichern. Ja. Da hat Ray nix. Doch, den zweiten Platz. Was wir die ganze Zeit gesagt haben. Aber guck mal. Ray schlägt Cookie. Dass ich das noch erleben darf. Das auch nur durch KI-Pech, glaube ich. Und noch ist ja erst die letzte Runde, also wart mal ab. Ich hab jetzt noch eine KI vor der Nase, da gehe ich jetzt aber nicht vorbei. Ich bleib jetzt hinterm Dalai Palma. Ich habe noch ein bisschen Sprit gespart, ich will noch eine schnelle fahren. Die letzte Runde? Ja, ich sage, ich habe ein bisschen... Achso, du fährst gerade die schnelle, okay. Verlieren kann ich ja nur den dritten Platz. Glückwunsch, Anton, geile Leistung. Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Glückwunsch, Anton. Glückwunsch, Ray. Schöner zweiter Platz. Glückwunsch, Anton. Glückwunsch euch beiden da vorne und allen, die auch weit und allen, die auch weiterhin folgen. Das Ding ist, ich habe vorhin KFC gegessen und ich muss jetzt eigentlich halt richtig übel. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Du musst es sagen. Ich muss jetzt richtig übel was trinken. Ah ja, das verstehe ich. KFC ist immer sehr salzig. Okay, ich kann mir selbst nicht... Doch, jetzt so. Okay, jetzt ist mir noch eine KI hinten reingefahren. War mal off-topic, der Spectator-Modus ist ja der Shit. Ja, unsere Sichten sind auch der Shit. Ich wollte es gerade sagen, ey, das ist richtig geil. Man kann echt viel einstellen. Ja, auf jeden Fall Glückwunsch an die ersten drei. Und an die, die es leider, ja, die es nicht ins Ziel geschafft haben. Ja, Michel, schade. Und das Ray, geil. Ich auch so, immer schade. Naja. Glückwunsch. Naja. Aber so der perfekte Fabian Döhler-Modus. Okay. Möchte wer anfangen? Wollen wir in einen Channel gehen, oder? Wenn Googie moven will, dann ja. Googie likes to move it, move it. Ich move mal. Das Rennen. Aber gratuliere dir. User in your channel is recording. 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 Nehme ich die ganze Sache mal in die Hand. Ja, schönes Rennen. Leider halt vorne ein bisschen eintönig am Ende. Sehr große Zeiten rausgefahren, besonders von dir, Anton. Sehr viel Zeit dazwischen. Genauso ja, bei Dave war es halt leider verschuldet durch die KI. Ja, was ich gerne, ich habe ein paar Sachen so rausgesucht, die ich gerne mal ansprechen würde, und zwar einmal, ja, Michel, was los gewesen? Ja, komplettes Fail-Rennen einfach. Also ich habe direkt in Runde 2 oder 3 war das, glaube ich, mich vor dem letzten Turn weggedreht, dann war der Flügel angekratzt. Ja. Dann wollte ich halt meine Strategie ändern, war aber so schlau und wollte noch, während ich schon den Kreisel in die Box reinfahre, noch meinen Reifen schnell anpassen, weil ich eigentlich auf einer 1-Up-Strategie war. Das hat dann nicht mehr funktioniert, dann hat der Jeff mir auch den Flügel nicht gewechselt, was ich eigentlich wollte, und das war auf Auto gestellt. Ich wusste gar nicht, dass es Auto gibt, ich dachte, es gibt ja oder nein. Naja, jedenfalls hat er den Flügel nicht gewechselt. Oh, dann nahm das alles so seinen Lauf und es war eine Katastrophe, aber dafür machen wir ja die Testsaison, damit man solche Sachen auch in der Routine ein bisschen ausmerzen kann, und ich nehme das nochmal als Training mit. Wir haben auf jeden Fall gesagt, bei Sauber, wir brauchen auf jeden Fall, bevor die Saison losgeht, nochmal am Wochenende davor so ein Bootcamp. Und dann kommt die Routine auch rein. Das Rennen war so katastrophal, dass ich auch diesmal nicht hochladen werde. Also falls sich da Leute irgendwie draußen fragen, wo war Michels Sicht, das lade ich diesmal nicht hoch. Das war einfach nicht sehenswert. Und ja, beim nächsten Mal kann es wirklich nur besser werden. Ja. Du musst einfach die Aufnahmedateien löschen und sagen, ups, die habe ich jetzt aus dem gelöscht. Das hat schon mal irgendjemand gebracht, so ein schlimmer Finger. Nee, ja. Das lohnt sich dann auch einfach nicht, sich das anzuschauen. Nee. Aber der Spectator-Mode war geil. Ja, der war echt. Der ist echt top. Was allerdings nicht so top war, war die KI heute. Ich würde gerne erstmal Dave fragen, was war los? Also, wie sah es aus deiner Sicht aus? Ja, Anton hat mich ja schon vor der ganzen Gruppe gewarnt. Aber das Ding ist, da haben alle halt Platz gemacht. Und unmittelbar vor dieser ganz schnellen Linkskurve, die erste Kurve im zweiten Sektor quasi, da war ich halt auch hinter Bottas und ich glaube, ein Red Bull hatte mir Platz gemacht. Dachte ich, gut, dann wird Bottas da einfach durchfahren, macht mir dann irgendwie Platz oder ich muss mich vorbeikämpfen, whatever. Was macht der? Bremst einfach mitten in der Kurve ab und ich knall ihm halt voll hinten rein und dann, ja gut, Flügelschaden und dann ging halt gar nichts mehr.
Und ja, dann habe ich nochmal Supersofts genommen, damit ich Ray die schnellste Runde wegnehme. Den zweiten Platz hat er mir aber weggenommen. Ansonsten hatte ich so ein bisschen gehofft, also wir wollten erstmal die unterschiedlichen Strategien austesten. Ich hatte gehofft, da an Anton ranzukommen irgendwie. Eigentlich wollte ich doppelt Supersoft nehmen, aber irgendwie das Spiel hat mir anfangs gezeigt, okay, du hast zwei frische Supersoft. Also als ich unterwegs war, stand es halt im HUD-Menü rechts unten und irgendwann hatte ich keine frischen Supersofts. Hat wahrscheinlich irgendeiner die ausgepackt, ein bisschen rumgespielt mit denen. Ist auch nicht so schlimm. Habe ich mir gedacht, packe ich halt die Softs aus. Mit denen wäre ich wahrscheinlich eher nicht rangekommen, aber sonst, es wäre trotzdem interessant geworden und ich finde es halt ein bisschen schade, aber ja, ist halt die KI 2017 und ich habe auch schon im Video immer wieder angemerkt, was Ray, Duki und ich mit dem Hans gestern in Talktime angesprochen haben und ja, dass wir uns nur eine kleine Rückbesinnung der Spiele dahin wünschen, dass die KI auch ein bisschen besser funktioniert und die nicht einfach mitten in der Kurve Platz machen will, weil das funktioniert halt nicht, wenn der mitten in der Kurve ist. Ja, also lieber, muss ich tatsächlich sagen, halten sie dann ihre Linie und man versucht Slalom drumherum zu fahren, dann kann man es mindestens einschätzen, aber das, was die da halt machen, ist halt total random. Ich meine, ich kann mich jetzt eine Szene erinnern bei mir, Grosjean in dieser Rechts-Links-Schikane, also der langsamste Abschnitt meiner Meinung nach auf der Strecke, einfach Platz gemacht, ja, ich musste vorbeigehen in dieser, wo man eigentlich gar nicht zu zweit durch kann und das ist halt einfach total dämlich, anstatt einfach entweder vorher anzuhalten und mich vorbeizulassen oder danach, nee, er macht's mittendrin und das ist halt, sowas ist halt echt schade. Ja, ich kann den Talktime auch nur empfehlen, also wenn die noch keiner, also diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, schaut dann auf jeden Fall auf Hans Twitch-Kanal vorbei, werde ich auch mal unten verlinken, da gibt's das VOD dazu. Ja, allgemein Thema KI, ich würde mal sagen, nächste Runde, also nächstes Mal beim Trainieren nicht, weil man hat ja oft genug gesehen, dass man der KI immer noch nicht so gut passt. Also ich denke mal so, dass ich meine, sie bringt halt einen Random-Faktor rein, aber ist halt, wenn man danach nur gefrustet ist, finde, wir müssen es auch mal ohne probieren. Ja, ja, das auf jeden Fall. Und ob es dann besser ist. Ich glaube, wir sind genug Leute, damit auch so Spannung aufkommt quasi. Ja. Allgemein war das halt mal wieder viel überholen, viel wieder zurückfallen. Bei Maxi war es ab und zu so. Wir haben uns immer gefragt, was los war. Du bist immer wieder vorgefahren, wieder zurückgefallen. Auch größtenteils der KI verschulden, auch meine 6 Sekunden Strafe, die ich insgesamt hatte, der KI verschulden. Zweimal 6 Sekunden. Nee, es sind 2x3 insgesamt. Also, 6. Insgesamt 6. Die Gesamtzeit steht dann immer dahinter. Also zweimal Strafen bekommen. Da steht immer die Strafenanzahl und hinten dran die Gesamtzeit. Ah, das also, okay, merke ich mir. Und das erste Mal, es war beide Male Hülkenberg und Hügelberg, wenn er Kollision verschuldet ist, dann ist der Hügelberg. Ja. Das ist dann sein schlechtes Pardon. Ja, das erste Mal war halt in der Schikane da, der mir, beziehungsweise ich war komplett in, er hat halt einfach zugezogen. Gut, dann habe ich mich halt weggetreten, er ist auch irgendwie stehen geblieben. Und das zweite Mal war halt wieder, wo ich mich halt extrem aufgeregt habe über die KI, war halt einfach, ich ditche eine Kurve vorher leicht an, nimm dadurch zurück. Und dann habe ich auf der Geraden trotzdem irgendwie Überschuss, fahre auf der Geraden rechts neben ihn, er zieht einfach rechts rüber auf der Geraden ohne Grund, eine KI. Da habe ich mich dann auch gefragt, was das ist. Und dann war ich halt weg. Dann musste ich wieder aufholen. Und ja, auch Anfang des Rennens, nach kurz nach dem Start, zweite, dritte Runde oder so, wo ich hinter Benny war, habe ich auf einmal nur gesehen, dass die KI in Benny reinzieht. Und da habe ich mir, ja, Reinfall, die KI. Ja. Gibt es noch andere Sachen zu sagen? Möchte noch jemand was anmerken? Ja, ich muss noch was sagen, aber nicht wegen meinem Rennen, sondern wegen Googies Rennen, weil ich glaube, das hattet ihr irgendwie gar nicht auf dem Schirm, zumindest wenn man jetzt gerade eure Nachbesprechung so hört. Doch, hatten wir. Ohne jetzt irgendwie Anton seine Leistung zu schmälern, ist Googie für mich auf jeden Fall Fahrer des Tages gewesen, denn Googie ist erstens da vorne. Natürlich, klar gab es einen Reifenmischungsunterschied da vorne, aber er ist trotzdem die Speed mitgegangen und er war auch schneller wie ich. Ich bin nicht Googie hinterhergekommen. Das muss man ganz klar erstmal so sagen. Und das ist schon mal eine Reifeleistung. Und zweitens dann hat er zweimal eine Kollision gehabt, zweimal Flügel weg. Zufälligerweise am gleichen KI-Fahrer, aber das tut nichts zur Sache. Und trotzdem kommt er nochmal zurück. Und das, finde ich, zeigt halt auch Charakterstärke.
Und deswegen für mich, ohne jetzt wie gesagt Antons Leistung zu schmälern, für mich in diesem Test auf jeden Fall Fahrer des Tages, ganz klar. Ja, von mir auch ein dicker Respekt an Gugi. Der hat mir auch echt das Leben in den ersten Kurven schwer gemacht. In den ersten Runden, meine ich. Fight. Das war eigentlich bis zum Boxen, da war das für mich das perfekte Rennen. Ich hätte es mir nicht besser vorstellen können. Und dann fahren wir da um die Kurve rum, in der Runde 10, und da ist er ein paar Mal langsam in der vorletzten Kurve. Ja, das habe ich auch gesehen, und dann dachte ich so, schade. Jetzt musste ich natürlich auch relativ eng an ihm vorbei, logischerweise, damit er die Boxen einfach kriegt. In dem Moment zieht er rüber, dreht mich weg, Zügel weg. Super, ich bin in die Box reinfahren, er kriecht zu langsam. Als Rennfahrer will man da nicht hinterherfahren. Ich überhole, 2 km/h zu viel, 5 Sekunden Stop-and-Go-Penalty. Scheiße, jetzt muss ich erstmal Flügel wechseln, nächsten Stop, dann die 5 Sekunden. Fahre ich raus, gleiche Stelle, eine Runde später, Parma geht voll in die Eisen, Flügel weg. Wow. Da bin ich halt innerhalb von einer Runde zweimal an die Box, war dann auf Rang 8, glaube ich, zurückgefahren. Jetzt wissen wir auch, warum du so weit dann zurückgefahren bist. Und dann bin ich halt mit zweimal super so oft auf Vollattacke gefahren und ja. Hat sich gelohnt, wie man sieht. Wobei das Überholmanöver, wo ich dann auch, wo Michel dann gerade ausgefahren ist, und wo ich dann danach Benny überholt habe, weil er meinte, er geht in die Box, dann bin ich davor am Ende der Stadt Siegeraden mit DRS an beiden Ferraris und danach an Michel und an Maxi vorbei. Also die Stelle, die habe ich schon ein bisschen gefallen, weil ich habe mir vorher an Reckon nämlich ziemlich die Zähne ausgebissen, bin nie vorbeigekommen und oder auch nie rangekommen. Und ja. Aber ansonsten war es irgendwie deprimierend danach. Was für Flügel bist du gefahren, wenn ich fragen darf? 8-8. Ah, du auch. Du auch? Ja, ist irgendwie fast jeder gefahren. Krass. Bei euch hätte ich fast denken können, dass ihr mehr gefahren seid. Ich bin 8-8 gefahren. Ja, ich auch. Ich bin 9-8 gefahren dann am Ende. Deswegen, 10, 10. Deswegen haben wir auch einen gewissen Österreicher sehr oft erwähnt vor dem Video. Gugi! Fun Fact, Gugi, ich hab dich nicht gesehen. Ich hab dich nur auf der Tabelle gesehen. Aber nicht als Fahrer, als Auto auf der Strecke. Bugmasters. Nee, ich hab dich nur ein einziges Mal überholt. Und da bist du aber in die Wand abgebogen. Ja, war ein kurios, weil auf einmal war... Dann war wirklich innerhalb von 2 Kurven halt auf vier Plätze nach vorne. Ach, und hinter Benny. Wo war das? Das war... War das bei der Schikane? Nee, das war erste Kurve. Ausgang Kurve 1. Okay. Vettel war hinter dir auf Softreifen und Michel war vor dir. Michel ist dann in der zweiten Kurve in die Auslaufzone gefahren, da konnte ich ihn durchschlüpfen, und Benny hat danach, also am Ende dieser Runde, hat er gesagt, ich gehe jetzt in die Box rein. Über Teamfunk. Ich bin dann trotzdem noch vor der Boxengasse vorbei, weil ich dachte habe, nee, die Zeit verschenke ich jetzt nicht. Ich habe gedacht, hat er mich jetzt gehört oder nicht? Ja, Gugi war ja im Fokus, der hat sogar den letzten Boxenstopp zu spät gemacht, weil da die Zeit zu schnell voranging. Naja, jedenfalls kann ich zu meinem Rennen nur noch sagen, also ich weiß nicht, ob man das aus der TV-Perspektive irgendwie gesehen hat. Im ersten Stint hatte ich wahnsinnige Balanceprobleme in den Kurven, also ich bin ständig quer gegangen und ich hatte Übersteuern beim Kurveneingang und wahnsinniges Untersteuern dann in der Kurvenmitte, was mir ein bisschen zu schaffen gemacht hat. Und ich konnte das irgendwie nur auf das Gewicht zurückführen, denn sobald ich dann einen Boxenstopp gemacht hatte, Mediums drauf, war das irgendwie weg. Und dann hatten ja Dave und ich unsere Strategien quasi gesplittet, und ja, ich habe mich im Grunde darauf gefreut, dass es am Ende nochmal eng wird, was es mit Sicherheit geworden wäre, wenn er seine eigentliche Strategie hätte fahren können und auch mit den Softs hätte vielleicht rankommen können. Also wir wissen jetzt nicht, wie das ohne die Zwischenfälle ausgegangen wäre. Es gibt ja auch noch so einen Faktor Viper, der, denke ich, auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt hätte. Sicher. Noch eine kurze Frage. Die ersten paar Runden, hast du Dave mitgezogen, dass er weiter wegfahren konnte? Nein. Du saßt nämlich für uns aus. Probleme. Nee, ich habe versucht wegzukommen, aber wie ich gesagt hatte, ich bin beim Kurveneingang quer gegangen und in der Kurvenmitte ist das Auto über die Vorderachse geschoben. Ich habe versucht wegzukommen, so sehr ich konnte, und selbst als ich Dave dann irgendwann mal aus dem DRS-Fenster raus hatte, kam der einfach wieder rein. Und die Probleme waren erst mit den Medium-Reifen wieder weg.
Weil wir haben die ersten DRS-Runden war nicht drin, oder? Den, wie bitte? Die ersten Runden, wo DRS frei war, war glaube ich nicht drin, oder? Nee, die ersten nicht, aber dann kam er da, rein. Da wo ich drin war, und mir kam es so vor, als ich rausfiel, fiel er bei dir rein. Mehr oder weniger. So in etwa. Ja, bei mir hat die Leistungskurve auch so ein bisschen geschwankt. Aber insgesamt dieses Teamwork, was wir mal in Kanada gemacht hatten, nee, nee. Jetzt wird der Anton Knaller zerfleischt und umgekehrt rum. Aber ich find's auf jeden Fall gut zu hören, dass auch tatsächlich Anton Probleme hatte mit der Balance, weil das hat sich bei mir auch das komplette Rennen durchgezogen. Beziehungsweise auch am Anfang mehr als am Ende. Trotzdem ist er Zweiter. Ja, der andere Erster. Ich meine, was ist das jetzt für eine Aussage? Auf jeden Fall war das das Gewicht. Ja, natürlich. Ich habe ja auch in den Trainings, die wir ja offscreen immer machen, fahre ich ja den ersten Stint immer meistens so ungefähr mit der Spritmenge wie halt im Rennen, um einfach zu gucken, wie die Balance ist. Und da hatte ich halt eben genau die Probleme. Und aber das ist ja, im Prinzip lässt sich das ja alles relativ relativieren. Wir haben aktuell 2 bis 3 Standard-Setups. Die sollen ja auf 5 ungefähr hochgestockt werden. Und allein das, was hier Pro Alors Probleme bereitet hätte, wüsste ich jetzt schon spontan, was am Setup geändert werden müsste. Ich meine, so habe ich es auch in der Karriere hier gemacht in Ungarn. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen mein Problem, dass ich das die ganze Zeit im Hinterkopf hatte, wo sie sagt, ich könnte es umstellen, aber es darf nicht. Also von dem her bin ich da jetzt einmal guter Dinge, dass wir dann durch mehr Setup-Vielfalt dann auch solche Dinge ausgleichen können. Und dann macht es sich natürlich auch bewährt, wer im Vorfeld in den Trainingsläufen entsprechend auch genau diese Sachen halt testet oder halt eben nicht. Und ja. Das ist ja dann auch nochmal so eine Sache, aber das war halt heute eigentlich nicht möglich. Aber schön, dass auch ein Anton, wenn man das so hört, dass er auch Balance-Probleme hatte, dann fühlt man sich nicht so ganz nicht fähig. Gut, also ich glaube, das war's dann so auch von der Seite der Nachbesprechung, ja. Tschüss! Dann würde ich das Wort wieder an Ray abgeben. Jo, dann bedanke ich mich für alle, die eingeschaltet haben. Also ihr habt gesehen, wir brauchen einfach noch die Tests. Es sind einfach immer noch viele Sachen, die nicht so passen. Nächstes Mal werden wir dann safe mal ohne KI probieren. Das heißt, es kommt wieder ein Update raus, was die KI in Angriff nimmt. Dann werden wir ja gut, wenn jetzt wirklich ein Update kommt. Aber ich glaube es nicht, dass jetzt innerhalb der nächsten Tage nochmal ein Update kommt diesbezüglich. Nee, wir probieren das Ganze nochmal ohne KI, müssen halt mal schauen, wie es ist, weil Qualifying 1, 2, 3, ob das dann so viel Sinn macht mit 10 Leuten, weiß ich nicht, das müssen wir mal nochmal gucken. Das besprechen wir aber dann erstmal intern. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten, das soll es erstmal gewesen sein. Wir hören uns aber im nächsten Test wieder und dann sehen wir weiter. Und klar, wir wollen natürlich auch, dass die Saison bald startet, also da einfach noch ein bisschen Geduld, aber es macht einfach keinen Sinn, einfach blindlings in die Saison zu starten, nur dass wir die Saison gestartet haben. Das soll schon einfach passen für alle. Deswegen vielen Dank nochmal für eure Aufmerksamkeit. Alle Links in der Videobeschreibung. Wir sind raus. Ciao. Tschüss. Servus.